Servus, hallo meine lieben YouTuber, der Marc von Piercing Studio Wien hier. Was macht die Kamera? Die bewegt sich weg von mir. Will die mich nicht mehr? So, jetzt haben wir's. Ja, ich habe mal wieder nur was zum Sagen, eine Ansage an euch und diesmal gibt's auch nichts Schlimmes. Es gibt was Neues bei uns. Wir haben auf www.piercing-mega-store.de unseren Online-Shop ja. Und auch über die Homepage von uns, die www.piercingstudio-wien.at, haben wir jetzt ein neues Produkt angelegt und es nennt sich Frag den Marc. Ja? Und was könnt ihr denn machen? Na, der Name ist, glaube ich, selbsterklärend. Ihr könnt mich fragen, wenn ihr irgendein Problem habt mit einem Piercing von euch, wenn irgendwas nicht gut gestochen ist, du sagst, Mensch, irgendwie mein Bauchnabelpiercing halt nicht schön ab, mein Septum ist entzündet oder ich war gerade beim Piercer und es ist vollkommen schief gelaufen oder ich bin mir nicht sicher, ob es gut gestochen ist oder ist mein Septum zu hoch, zu tief, ist es durch einen Knorpel, was mache ich, wenn mein Ohrloch, mein geschossenes Eitert entzündet ist, wie gehe ich mit Wildfleisch um, diese ganzen Fragen, die ihr mir sonst so stellt bei YouTube, bei Facebook, bei Instagram, die könnt ihr mir dort über Frag den Marc direkt schicken und ich bearbeite die dann auch. Hintergrund ist der, wir sind an einem Punkt mit über 30.000 Abonnenten, wo ich am Tag so zwischen 80 und 100 Mails bei YouTube habe. Dann habe ich nochmal so 20, 30 Facebook-Mails und nochmal so 20, 30 Instagram-Mails. Da kommen noch E-Mails dazu. Das heißt, ich habe irgendwie im Schluss, ich habe es gar nicht mitgekriegt im Kopf, aber ich komme das auf ein paar hundert Mails, E-Mails, Klimbims, Chats, alles Mögliche. Kommt noch WhatsApp im Geschäft rein und so weiter. Und das ist natürlich ein Punkt, wo ich mir dann abends die Kugel geben kann. Da wenn ich hier quasi 8 Stunden im Studio bin, Vollgas arbeite, dann kann ich eigentlich nicht noch abends euch die ganzen E-Mails, Fragen und Rückfragen beantworten. Deswegen haben wir jetzt dieses neue Produkt gelauncht, Frag den Marc. Und da könnt ihr mir, wie gesagt... Nein, ist alles gut. Valentina stellt wieder mein Video. Frag den Marc. Das kostet 5 Euro. Valentina habe ich gerade was gefragt, ja, ob sie Musik anlassen soll. Das kostet 5 Euro ab jetzt. Ja, gut. Mach ein Ticket bei Frag den Marc, www.piercingmegastore.at oder de Valentina, dann klickst du auf Frag den Marc, in den Warenkorb legen, bezahlen per PayPal, ist ein gutes Beispiel, zum Glück hat Valentina was gefragt, ja, und dann kannst du mir eine Frage stellen. Das gilt aber jetzt auch für dich. So, ja, jetzt macht weiter, was immer ihr macht. Können wir das für mich dann auch einführen? Frag Valentina? Ja. Aber da fragt doch keiner. Doch, sie fragen mich. 5 Euro für jede Frage. Nee. Nee, das wollen wir nicht. So, also zurück zum Thema. Frag den Marc und das könnt ihr eben machen. Aber frag mich bitte noch nicht, wie spät es ist. Meine sage ich das auch für 5 Euro, ja, ist mir wurscht. Aber Spaß beiseite, der Sinn und Zweck ist natürlich der, dass ihr wirklich ein Problem habt mit dem Piercing. Und es ist auch gar nicht so, dass ich sage, hier, ich möchte irgendwie im Geld davon schwimmen, sondern es liegt echt daran, wir schaffen das Pensum nicht mehr. Ich muss dafür jetzt auch einfach Leute für andere Sachen anstellen, dass ich quasi die Zeit habe, am Schluss auch sowas noch zu beantworten. Und das müssen wir natürlich irgendwo auffangen und kompensieren. Und ich denke, es ist ein sehr gutes Programm. Wir haben schon einige Tickets gehabt. Das Ganze läuft über so ein Helpdesk-System und da kriegt ihr dann quasi eine Helpdesk-Nummer. Das wird automatisch bei mir an meinem Handy eingespielt und ihr habt dann binnen 12 Stunden eine Antwort drauf. Wenn die Sachen ganz dringend sind, bin ich auch schneller. Ich bin teilweise sogar mittlerweile, da habe ich schon gut nach 10 Minuten geantwortet, obwohl sie mir nachts um 11 erst dieses Ticket geschrieben haben. Also wenn ich noch wach bin, gut drauf bin, dann mache ich das auch, weil ich weiß, oft sind die Sachen dringend und brauchen wirklich schnelle Hilfe. Und dann kriegt ihr von mir eben die Beratung, die Infos, die ihr braucht, die Links zu den Produkten etc. pp. Dann könnt ihr euch da wirklich gut helfen lassen von mir, wenn ihr dieses Frag den Marc benutzt. Und natürlich könnt ihr dann auch die Produkte bei uns besorgen, die ihr braucht. Aber oft ist es auch so damit getan, dass ich euch einfach mal kurze Basics gebe und Tipps und Tricks gebe. Also, das als kurzer Hinweis von mir und ich würde mich freuen, wenn ihr das auch nutzt. Ich werde natürlich trotzdem versuchen, bei Instagram, bei Facebook und auch bei YouTube auf Kommentare, auf Fragen einzugehen. Wenn es so eine kleine Ja-Nein-Frage ist, versuche ich das. Aber wenn ich euch zurückschreibe, hier der Link zu dem Produkt, dann bitte nicht böse sein. Wir müssen das einfach irgendwo jetzt mal einen Schlussstrich ziehen und versuchen einfach auch die Zeit, die mir zur Verfügung steht, entsprechend zu nutzen. Also, in diesem Sinne, viel Spaß und ich freue mich über viele Tickets und Fragen von euch. Ja, wie gesagt, fragt den Marc. In diesem Sinne, ciao.